Hallo und willkommen bei der neuen Folge von Portal 1. Nach dem letzten Mal, wo ich es extrem verkackt hatte, gebe ich mir heute extrem Mühe, es besser zu machen. Martin ist gleich da, der ist mal ganz im Nebenraum. So, da bin ich auch wieder da. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ja, diesmal kriegt das hin. Ja. Wie man sieht, ich bin auch viel besser geworden. Beim ersten Mal geklappt? Ja, ja. Super. Oh, nochmal, das klappt hoch, ne? Ich glaube die 2, ja. Dann sollte ich auch vielleicht die Tore schießen. Na komm zurück. Ja, das Warten ist halt immer. Naja, das gehört zum Spiel dazu. Das macht den Charme aus. Ja. Und ich meine, wir machen hier kein Speedrun. Noch. Ich denke mal, der Portal Speedrun ist eigentlich recht einfach zu lernen. Das war knapp. Das war richtig so, ne? Ja. Ja, die Klappen hoch. Ja! Wup, wup! So, jetzt ist da drüben auf. Ich bin das nicht hier. Das ist gelb, ja. Hey. Das Level ist doch noch nicht ganz zu Ende. Schwindelpresse. So, wo muss ich mich jetzt hinschießen? Ach, das war der Port, ich erinnere mich. Ich bin mir relativ sicher, dass man sich hinterher hoch schießen muss. Genau. Eigentlich theoretisch, oder? Genau. Verfehlt. Das war daneben. Warum hat abgetroffen? Ja. Jetzt noch nicht. Wo ist unten? Da. Wo bin ich? Da bin ich. Ja, hat sogar noch getroffen. Ne? Hab ich getroffen? Ja. Geiler Scheiß. Schon? Ja. Da muss ich jetzt hin. Und zwar mit denen hier, ne? Sehr ja, gut. Nice. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Was auch Feuerschutz beinhaltet? Was? Was auch Feuerschutz beinhaltet? Vielleicht. Du guckst jetzt schon die letzte Testkammer. Ja. Da bekommst du dann quasi Willkommen den Ort. Beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Genau. Laut den Mach Vorschriften sofort. Des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Okay. Ah, da muss ich schießen, okay. Und hier kamen wir, ne? Ja. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten
Zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Was war das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Lol. Führung der autorisierten Aktivitäten. Zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Aber ich hab das Ding getroffen. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Warum wollt ihr das Ball dazwischen? Der ist Absicht. Okay. Das hat als Hindernis gedacht. Ach so. Das war ein kleines bisschen zu spät. Zu langsam. Ich hätte springen müssen. Ich hätte das Portal zu hoch gesetzt. Monster gibt's. Gratulation, der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu... Hätte klappen können. Was machen Sie da? Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir... Reicht das nicht aus? Das sollte ausreichen. Wir sind sehr froh über Ihren Erfolg. Oder sagen. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Oh, eine Party. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Was ist denn bitte schön die Eskortierungs... Also, wie komme ich schon? Da kommst du. Ich wollte euch nur zeigen, wie das nicht geht. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Eine Party? Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Fühlen, dass wir hier sind. Abgeschlossen. Manu, will doch rein. Will meinen Kuchen haben. Kuchen. Ich weiß ehrlich, letzte Tote war echt sinnfrei. Was? Der letzte Tote war echt sinnfrei. Ja, aber es ist passiert. Kurz gucken, das war nicht umsonst ein Schräger. Oh.
Ja. Das ist nur die andere Seite. Ah, okay. So. Wo ist gerade so ein Freundschaftscube? Ja, das kann sein. Ich sterbe doch. Wir sind zu früh. Mit Ankündigung! Ja. Ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich muss mich Uhr fallen lassen, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich kann aber die Tür aufschließen. Bitte? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ist mit dem Fallen ist. So. Guck mal, das dann mal wieder mal. Guck mal, das kann ich aus Port 1. Das auch. Genau. Schnell aufräumen. Ey, ich hab's geschafft. Weil ich oft gestorben bin. Das Gefühl, es sollte nicht sein. Ja. Ja, auch wieder so unnötig. Doch, der war nötig. Ich wollte euch einmal zeigen, dass es auch sowas passieren kann. Musst du nicht lang? Ich will trotzdem die Tür aufmachen. Wenn du... Okay. Mach ich es am besten jetzt, am geschicktesten? Ich hoffe, der Sprung reicht aus. Nochmal! Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex. Ah, hier sind wir. Zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Würde ich ja gerne. Mir fehlt ein Cube dafür. Hast ja recht. Oh je, der Kuchen ist angeschnitten.
Freiheit. Natürlich geht das nicht. Natürlich komme ich auch nicht mal hoch. Gerade echt ein bisschen erschreckt, dass sie gerade in die Ladezone gekommen ist. Das was? Dass sie gerade in die Ladezone gekommen ist. Ich habe gerade echt nicht gerechnet. Runter? Sieht gerade so falsch eigentlich aus. Hat es nicht auch Spaß gemacht, als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, bis bald? Und sie riefen. Und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Ist da jemand? Was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Das hier. Ich glaube, das stirbt man trotzdem. Schade. Hat es nicht auch Spaß gemacht, als diese Plattform die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, es wird bald. Und sie riefen, oh nein. Und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Das ist Beschiss. Weiter. Ich habe da drauf fallen. Komme ich dann da drauf? Okay, ich weiß, was ich machen muss. Das war das Falsche. Daneben springen. Das war auch das Falsche. Echt? Ja. Ich war gerade stolz auf meine Idee. Da komme ich ja. Hier hoch will ich ja. Ja. Da kann ich auch hier bis rüber springen. Du brauchst den Schwung von ganz oben. Bitte? Du brauchst den Schwung von ganz oben und dann kommst du rüber. Ablenken. Aber wisst ihr was?
Ich würde sagen, Martin kann das auch genauso gut wie ich. Wenn vielleicht, na gut, nicht ganz, aber ich denke mal, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt, dann kriegt er das auch hin. Also, naja, vielleicht gerade so. Ich würde sagen, das sehen wir uns mal morgen an. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und was auch immer. Einen schönen Tag auf jeden Fall. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.